Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Diamant-Nuzlocke und ja, ich habe einen Online-Code für das Pokémon-Karten-Sammelspiel und den werde ich irgendwo im Video wieder verstecken. Ihr dürft den natürlich gerne einlösen, der den zuerst findet, darf natürlich auch gerne reinschreiben, dass ihr ihn erhalten hat. Und falls ihr schon wisst, warum ich diesen Code habe, was ich als nächstes vorhab für ein Video, dann lasst doch gerne mal ein Like da, um mich zu unterstützen, oder schreibt es mir halt in die Kommentare, wenn ihr es schon wisst. Würde mich sehr freuen und auch überraschen, ob einer drauf kommt. Und jetzt machen wir erstmal hier weiter und wir lösen direkt mal den ersten Kampf aus. Aber wir dürfen dieses Pokémon nicht fangen und es ist nicht mal ein, kaum mal hat, sondern ein Bronzel. Ja, das denke ich mal das Wichtigste ist gesagt. Ansonsten viel Spaß in der Folge heute. Wir machen heute hier eine kurze Folge. Wir holen uns hier Erdbeben und dann sind wir schon wieder fertig. Wir müssen erstmal aufs Fahrrad aufsteigen. So, wie ging das nochmal hier? Das passt. Und das ist der nächste Kampf. Ich glaube, die Folge wird heute ziemlich kurz. Okay, den Kleinsteins kämpfen wir natürlich, um Roselia noch ein bisschen zu trainieren. Denn wir wollen ja bald schon wieder gegen Team Galactic kämpfen können. Und das sieht hier doch eigentlich ganz solide aus, wobei ja Roselia halt, ne, sehr anfällig ist gegen die ganzen Psycho-Pokémon, die haben. Oder die Golbats und Zubats, wenn die Flugattacken können, aber es ist halt im Moment mein bestes Pokémon. Und deswegen mal gucken, wie es läuft, aber wir trainieren ja auch noch die anderen ein bisschen großzügig. Wir müssen einfach mal abwarten und hoffen, dass das gut wird. Und Roselia kriegt leider nur 83 Erfahrungspunkte. Das ist nicht viel, aber Riolu erreicht Level 14. Das ist schon mal schön. Freut mich. Und da hatte ich nicht genug Anlauf. Okay, wir müssen jetzt mit Anlauf. Und dabei kommt Pokémon. Das ist nervig. Eigentlich dachte ich, dass hier kaum Alat kommt. Aber ich glaube, es ist ziemlich selten hier, oder? Ich weiß es nicht. Aber gegen Kleinstein kämpfen wir. Weil wir wollen die Folge ja auch nicht zu kurz machen und wie gesagt, da sage ich eigentlich immer, ich weiß leider noch nicht, wie die letzte Folge angekommen ist, weil diese Folge nehme ich, vor dem ich die andere Folge hochlade, auf. Deswegen hoffe ich natürlich, dass euch die letzte Folge gut gefallen hat und ihr mich gut unterstützt habt. Wäre natürlich sehr schön, denn wir kommen bald wieder in spannendere Bereiche und dann hoffe ich natürlich, dass ihr alle wieder dabei seid und jetzt mal gucken. 1, 2, 3. Ja, geschafft. Und da löse ich einen wilden Kampf aus. Ich weiß noch nicht, wie ich an dieses Item komme. Und es ist wieder ein Kleinstein. Aber okay, so trainieren wir wenigstens ein bisschen Roselia. So trainieren wir wenigstens ein bisschen. Und wir machen Megasauger. Wir haben ja Megasauger und Gigasauger. Also von daher können wir ein paar Mal gegen die Kleinsteins angreifen. Und wir machen die schön immer weg. Das ist schon mal gut. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann schon gegen Team Galactic. Und ja, dann müssen wir natürlich dann später die ganzen Seen abklappern. Mal gucken, wie ich das aufteile. Das werdet ihr natürlich dann sehen. Und hier ist das Kleinstein besiegt. Und ich hätte das nicht machen sollen. Ich hätte mit Schwung drüber fliegen müssen. Alles klar. Zu weit flüchten wir natürlich. Ich wusste, dass man irgendwas machen musste, aber ich habe leider aus Versehen das Falsche gemacht. Alles klar, ich habe auch keinen verdammten Schutz mehr. Sonst würde ich hier mit Schutz mich versuchen zu heilen. So, nochmal neu, auf ein neues. Ja, es kommen ganz viele Kämpfe. Da ist das geliebte Kaumalat, was ich eigentlich haben wollte. Ah, Kaumalat. Tut mir leid, ich muss dich leider besiegen, weil ich darf dich nicht fangen. Aber okay, ich hätte es eh nicht bekommen. Weil wenn ich hier reingegangen wäre, wäre irgendein Bronzel als erst gekommen. Also so oder so hätte ich Bronzel bekommen. Von daher ist das okay, aber es ist trotzdem traurig. Und es überlebt. Das überlebt eine Attacke. Sandsturm. Es überlebt. Das wäre schon mal ein gutes Pokémon gewesen. Aber es ist, glaube ich, neutral, nämlich, weil das ist ja Bodendrache. Aber ich liebe diese Folge mit Kaumalat, wo das versucht, Dracomitor zu erlernen im Anime. Und Roselia trifft nicht. Holy shit. Holy shit. Geh weg. Geh weg. Geh weg einfach. Geh einfach weg. Jetzt muss aber treffen. Sonst bin ich tot. Na endlich. Glück gehabt. Und Kaumalat wurde besiegt. War nicht sehr effektiv, aber ich wollte jetzt nicht extra meinen Megasauger und so
dafür einsetzen. Erfahrung ist leider nicht die beste, aber es war ein spannender Kampf gegen Kaumalat, muss man echt sagen. Das wäre eigentlich echt episch gewesen. Das ist richtig jetzt, was ich hier mache. Und wieder ein wilder Kampf. Mal gucken, ob wir einen Kleinschein antreffen. Ne, da flüchten wir. Ich will mal flüchten. Fliehen sagen. Fliehen, flüchten, was auch immer. Wie man es möchte. Und ja. Flucht. Oh. So. Na. Schon wieder ein wilder Kampf. Mann. Ich will doch nur das Item haben. Ich möchte doch nur das Item haben. Oh, shit. Mann. Blödes Zubat. Wegen dir schaffe ich jetzt den Sprung. Ich muss ihn wieder von vorne machen. Wetten wir. Zubat. Ja. Wegen diesem dreckigen Kack-Zubat muss ich nochmal von vorne anfangen. Das ist natürlich ärgerlich. Schon wieder ein Zubat. Doch, Zubat. Ja, ich will natürlich gerne wieder ein X-Pakt haben, aber jetzt nervt mich gerade ein bisschen Zubat. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ich wollte nämlich eigentlich hier gerne die... Ja. Dieses Item holen, aber das hält mich jetzt hier wieder gerade auf. So. Da, was ist hier los gerade? Bronzel, Mann. Mensch. Nerv doch bitte nicht. Nerv doch bitte nicht. Und... Flucht. So. Wäre es ein Kleinschein gewesen, wäre es ja okay gewesen, dagegen zu kämpfen. So, jetzt. Ah, nein! Jetzt kann ich schon wieder von vorne laufen. Das kann noch sich ziehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt live drin lasse, wie ich hier mich gerade auflege, oder ob ich das cutte, müssen wir sehen. Weil das ist natürlich blöd. Ich schaffe das jetzt schon wieder. Den muss ich wieder zurück. Ja, geht nicht. Weil wir nicht genug Schwung haben. Und das war natürlich sehr schlau, dass ich gegen die Wand fahre und ein wildes Pokémon auslöse. Ah. Verzweiflung pur. Verzweiflung pur gerade. Flucht. So, jetzt aber mal bitte. Kein wildes Pokémon. Ja, das ist nervig gerade irgendwie. Man muss es, glaube ich, mit Schutz machen. Und ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal hinzulaufen mit Schutz. Ich hätte es ja eben fast geschafft, wenn ich nicht irgendwie da den Fehler gemacht hätte. Fehler gemacht hätte, da irgendwie abzustürzen. Warum auch immer. Ah, Bronzel. Das ist nervig irgendwie. Mal gucken. Ansonsten... Ja, ich weiß es noch nicht. Müssen wir gucken, was wir machen. Ich bin gerade irgendwie am Verzweifeln und am Überlegen, was ich mache. So. Ja, geh mir doch nicht auf den Keks hier. Zubat. Nerv nicht. So, Flucht. Und jetzt gibt Gas. 1, 2, 3. Ja! Und voll gegen die Wand gefahren und Pokémon-Kampf ausgelöst. Aber ich bin beim Item, das ist gut. Ich glaube, beim letzten Item muss ich dann dieses. Den. Ja, ich sag mal den A-Knopf drücken jetzt hier, weil bei mir ist es der A-Knopf. Damit ich dann vorher runterfalle, um das Item zu bekommen. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, weil das war irgendwo so, habe ich das in Erinnerung. Das ist Top-Äther. Habe ich jetzt wieder was falsch gemacht? Habe ich gerade wieder was falsch gemacht? Ich weiß gerade nicht. Müssen wir mal kurz gucken. Wenn ich was falsch gemacht habe, müssen wir das schon wieder machen. Das wäre natürlich blöd und dumm. Und ich gucke mal gleich, ob ich einen Fehler gemacht habe. Aber erstmal heilen wir unser Roselia mit Megasauger gegen dieses Kleinstein hier. Kriegen noch mal ein bisschen Erfahrung. Und ja, wir haben ja vielleicht hier die Möglichkeit, irgendwann mal einen Shiny anzutreffen. Aber ja, ihr kennt ja das übliche Problem. Ich habe kein Shiny-Glück in Pokémon Go. Also werde ich hier wohl auch kein Shiny-Glück haben. Wir werden es aber irgendwann in naher Zukunft sehen. Erstmal alles schön Erfahrung sammeln. Und ich habe einen Fehler gemacht, weil ich hätte da
Jetzt muss ich B drücken, genau. Ich muss da vorher dann runterspringen. Also müssen wir es nochmal komplett neu machen. Also erstmal wieder zurück, dass ich da außen rum kann. Ja, muss alles zweimal machen. Ich muss ja da vorher abspringen, okay. Ja, ich habe es herausgefunden, wo der Fehler war. Und das ist ein Bronzel, ja. Das ist jetzt immer das gleiche im Moment, aber okay. Bleibt ruhig dran, es wird noch spannend. Ihr könnt gleich wieder sehen, wie ich faile. Und wie gesagt, es gibt ja auch irgendwann in diesem Video den Code fürs Sammelkartenspiel. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt dieses... wie heißt es? Sammelt das Spiel oder ob ihr es online zockt. Und wie gesagt, ihr dürft auch gerne kommentieren, was ich vorhab. Wäre natürlich sehr interessant, ob einer drauf kommt. Und es ist natürlich auch als kleines Dankeschön an euch, dass ihr mich immer so fleißig unterstützt. Und das war natürlich Fail pur hoch 10. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Warum mein Typi nicht jumpen konnte. Muss ich wohl aus Versehen das Fahrrad umgestellt haben. So. Erstmal flüchten wir jetzt hier, glaube ich. Ja, wir flüchten erstmal. Flucht. Du bist entkommen. Autsch. Oh Mann, wieso komme ich jetzt nicht durch? Ist das denn so schwierig? Ja, ich hab's aber bald. Dann wird ja die Folge doch länger, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, dass wir hier schnell das Item holen, aber das ist halt auch, das gehört auch dazu, zum Let's Play, sich das mal anzugucken, wie ich hier so einen Mist mache. Okay, konzentriert dich. Aber erstmal wieder wilder Pokémon-Kampf. Bronzel. Es nervt einfach, okay, aber es ist kaum mal, es ist hier wirklich ziemlich selten. Das heißt also, die Chance, dass wir es wirklich bekommen hätten, war wirklich gering, aber okay. Vielleicht sind wir ja mit Bronzel zufrieden, ich weiß es noch nicht. Und ich bewege mich nur einen Schritt und da kommt schon der nächste und das ist wieder ein Bronzel. Nerv jetzt bitte einfach nicht, weil ich will jetzt einfach hier endlich mal das schaffen, was ich vorhabe. Flucht, so. Let's go. Ich hab das irgendwie gerade verstellt. Ich weiß nicht, was los war. Und jetzt kommt Zubat. Und das, ich hab's verstellt. Ja. So. Flucht. Und jetzt... Und verkackt, weil dann wieder wildes Pokémon kam. Und ein Zubat. Oh. Also es gibt heute nichts. Es gibt heute nichts. Es gibt heute nichts. Aber wir haben ja wenigstens schon mal das Item bekommen. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg. Ja, wenigstens kommt da jetzt ein Pokémon. Dann ist das gleich schon mal nicht im Weg, das Pokémon. Das ist ein Kleinstein. Das können wir gerne nochmal besiegen, um nochmal ein bisschen Erfahrung mitzunehmen. Gerne nochmal mitnehmen für Erfahrungspunkte. Megasauger und let's go. Let's go. Komm schon, Roselia, das packst du locker. Das packst du locker, ja. Sehr gut. Das ist sehr effektiv. Das freut mich doch. Und so muss das doch sein. Und wer kriegt jetzt neues Level? Nein, keiner. Schade. Nein, ich bin schon wieder zu weit geflogen. Ich musste, ich habe nicht schnell genug die Taste gedrückt. Ach, Manno. Das regt mich gerade auf. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Es nervt. Es nervt. Ich war nicht schnell genug. Und toll. Genau wie ich da hochfahren will, kommt wildes Pokémon. Das ist mal wieder typisch hier. Mein Glück ist auf meiner Seite heute. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich das schneiden soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob das interessant ist oder nicht. Eigentlich nicht, ne? Aua. Toll. Es klappt ja gar nichts heute. Es klappt überhaupt nichts heute. Habe ich das Gefühl. Ah.
So ist das doch wieder mal blöd, aber okay. Flucht. Du bist entkommen. Und ich habe außerdem die... So, jetzt. Genau. Aber das ist hier ein Kampf. Ich habe das außerdem schon wieder umgestellt. Und wenn ich es umstellen soll, dann kriege ich es nicht umgestellt. Das ist doch echt traurig. Am Anfang hätte ich das geschafft. Ich hätte am Anfang erstmal das versuchen sollen. Aber ich dachte schon, dass das Item, was ich haben will, das ist das, was ich brauche. Aber es ist halt weiter hinten in der Höhle. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Also ich hab's ja geschafft am Anfang, weil ich dachte, ja, du musst es machen, aber es war falsch. Und jetzt, wo ich das machen soll, schaffe ich das nicht. Das ist wieder der typische Vorführeffekt, aber wenigstens konnten wir dieses Kleinstein hier besiegen. Das ist schon mal was wert, denn Riulu erreicht Level 15, das ist gut, und es versucht Offenlegung. Nein, bringe ich dir nicht bei. Ja, nicht erlernen, weil die Attacke bringt mir irgendwie nichts. Und da kommt nochmal der wilde Pokémon-Kampf, das ist schon mal gut. Und jetzt wieder ein Kleinstein. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wir müssen uns so konzentrieren. Aber es ist gut, dass Riulu dann levelt. Und dann können wir in der nächsten Folge vollen Angriff auf Team Galactic machen. Megasauger. Let's go. So wie es sich gehört. So wie es sich gehört. Und ja, das sieht super aus. Okay, komm schon. Come on. Ja, ich ziehe die Folge jetzt unnötig in die Länge, aber okay. Ah, Mann, ey. Leck mich doch am Arsch. Ein Versuch mache ich noch und da kommt wieder ein schönes Kaumalat. Hallo, Kaumalat. Oh, ich bin so gehypt, wenn der in Pokémon Go kommt, aber ich krieg den bestimmt nicht. Bei meinem Glück. Ja, auf jeden Fall, die Folge habt ihr schon definitiv gesehen. Mit meinen 10 Kilometer Eier wenigstens habe ich schon mal Knackleon bekommen. Das ist schon mal Gold wert. Jetzt fehlt mir aber noch leider das gute Kindwurm. Das habe ich noch nicht bekommen. Aber ich habe noch 10 Kilometer Eier auf der hohen Kante. Die müssen noch ausgebrütet werden. Deswegen mal gucken, wie es läuft. Und wir machen einfach mal Zauberblatt jetzt. Ja, passt. Bringen wir ein bisschen Erfahrung. Kaumalat. Also, ja, Kindwurm brauche ich noch. Ich habe Tandel, habe ich bekommen. Knackleon habe ich bekommen. Die seltenen Pokémon bei mir. Jetzt fehlt mir noch ein Miltank aus dem 10-Kilometer-Ei. Weil das habe ich wild noch nicht gesehen. Und ja, das ist einfach selten bei mir. So, und da ist schon wieder der nächste wilde Pokémon-Kampf. Aber das sage ich ja jedes Mal. Ich meckere jedes Mal, dass ich das nicht kriege. Und ja. So, Megasauger. Und ich halte mich hier wirklich zu lange in dieser Höhle auf. Das ist natürlich blöd. Das soll nicht so sein. Ich muss mir jetzt ein bisschen Gas geben. Sonst wird die Folge zu lang. Leider. Aber okay. So ist das nun mal. Ich will das jetzt machen. Ich mache jetzt einen Versuch noch und ansonsten cutte ich das, bis ich das geschafft habe. Und da kommt schon wieder wildes Pokémon. Das ist super. Ein Zubat stört mich bei meinem Versuch, dass es funktioniert. Ich muss mich gleich konzentrieren, ich rechtzeitig die Taste drücke. So. Ja, ich hab's geschafft und da kommt ein wildes Pokémon. Okay. Auf Ansage, wenn ich gesagt habe, ich schaff's nicht, mache ich einen Cut. Okay. Ja, das sieht doch schon mal schön aus, dass das geklappt hat. Jetzt sollte es eigentlich in den nächsten paar Minuten eigentlich passen, wenn ich zu viele wilde Pokémon komme. Jetzt keinen Fehler machen. Ah, wildes Pokémon, stör mich doch nicht. Ich wollte eigentlich da gerade drüber springen. Zubat nervt, ein Zubat nervt, ja. So. Flucht. Und jetzt nochmal mit Schwung da drüber. K
Griffklaue. Okay, das ist ein gutes Item, glaube ich. So. Wir sind hier schon gut vorangeschritten. Und dann kommt hier ein nerviges Bronxel. Ein nerviges Bronxel. Okay, komm schon. Come on. So. Flucht. Und. Schon wieder ein wildes Pokémon. Mann. Aber wir sind gut vorangekommen. Wieder Bronxel. Ja, das ist einfach mit Roselia blöd anzugreifen. Ich könnte zwar mit Lucario angreifen. Check mal Lucario. Ist noch Riolu. Riolu, meine Güte. Ich wünsche mir so sehr halt, dass Lucario. Dass ich immer denke, es ist schon Lucario. Nein, es ist ein Riolu. Nein, das war schlecht. Ich habe außerdem die falsche Taste nicht drücken sollen. So. Zubat, nerv mich bitte nicht. Und ja. Aber jetzt muss ich das ja zum Glück nicht cutten. Das ist schon mal Gold wert. Weil so habe ich das jetzt hier drin. Und. Okay. Beleber gefunden, der mir nichts bringt. Und jetzt muss ich hier wieder zurück. Oh shit. Muss auch mal umstellen. So, zack, 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 zack. Und das ist wieder ein wilder Kampf. Und das ist ein Bronxel. Das ist ein blödes, nerviges Bronxel. Und das nervt mich irgendwie gerade tierisch, dass hier immer nur Bronxels kommen. Dann kann ich nicht trainieren. Ich würde ja gerne die angreifen, aber Bronxel, wie gesagt, würde noch länger die Folge machen, wenn ich gegen jedes Bronxel kämpfe. Natürlich, wenn es shiny wird, wird es auf jeden Fall gefangen. Und jetzt kommt das nächste nervige Pokémon. Kaumalas, hi, willkommen. Das ist doch kein nerviges Pokémon. Das ist ein schönes, cooles Pokémon. Und ja, das ist die einzige Chance, es zu bekommen. Ich müsste es hier in shiny antreffen, dann dürfte ich es natürlich fangen. Aber wie hoch ist die Chance, dass ich ein shiny Kaumalat kriege? Wie hoch ist die Chance, ehrlich gesagt? Sagt es mir. Und Sandsturm. Das macht doch immer Sandsturm, okay. Am liebsten würde ich es ja gerne fangen und mitnehmen, aber es geht leider nicht. Es geht leider nicht. Ja, das ist so sad. Sad life. Zauberblattattacke los, Roselia. Mach es kalt. Und das ist gut und toll und schön. Und was auch immer. Whatever. Und ja. Riolu ist immer noch nicht ein neues Level gekommen. So. Ich muss von da hinten. Komme ich damit Schwung rüber? Das ist Kleinstein. Das können wir natürlich auch wieder besiegen. Das ist gut. Das ist super. Komm schon, ich will endlich eigentlich Erdbeben kriegen. Oh shit. Mein Megasauger ist fast im. Ja. Leer. Ja, genau. Mein Megasauger ist fast leer. Und jetzt. Komm schon. Besiegt dieses Kleinstein. Oh, Volltreffer. Sehr gut. Und du brauchst auch nicht mehr viel, dann kommst du ein neues Level, Roselia. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. 83. Aber wir müssen halt wieder gegen Kleinscheins kämpfen oder nicht kämpfen. So. Ich muss, glaube ich, mit Schwung da um die Ecke, ne? Kaumalat, hey! Jetzt kommt es öfters. Sobald man hier hinten reingeht, kommt öfters Kaumalat. Jetzt darf es auch gerne mal shiny sein. Wir machen jetzt einmal, Gigasauger. Und da wackelt irgendeiner, da kommt einer wie ein neues Level bald. Weil immer wenn die gewackelt haben in dieser Generation, sind sie halt so weit, dass sie fast ein neues Level erreichen. Und das macht es in meinem Schlag kaputt, das ist doch auch gut. So muss das doch sein. So muss das doch sein. Und jetzt, wenn kein Pokémon kommt, würde ich gerne mit Schwung hier drüber springen. Ja, genau. Riolu Level 16, das ist top. Oh. Toll. Wilder Kampf, habe ich das wieder umgestellt. Aber ich muss ja hier lang. Ich muss ja hier lang wegen dem. Ja. Item. Es gibt ja keinen anderen Weg. Flucht. Das ist natürlich schlecht. Ja, ich habe es geschafft. Und ein wildes Pokémon. Come on.
Zubat. Okay, die Folge neigt sich, glaube ich, jetzt bald dem Ende. Das war jetzt nicht die spannendste Folge. Deswegen habe ich ja auch diesen Code hier irgendwo im Video versteckt. Mal gucken, wer ihn zuerst sieht und findet und einlösen kann. Ansonsten, ja, ich hoffe, ihr freut euch drüber. Und ja, sonst müsste ich eigentlich dazu alles gesagt haben. Und wie gesagt, dürft gerne mal kommentieren oder vermuten, was ich vorhab, warum ich diesen Code habe. Ja, und natürlich habe ich auch letztes Mal das mit dem Seriencode von Palkia und Dialga, das hat ja hier zu meinem Let's Play gepasst, verteilt. Leider hatte ich ja nur einen bekommen, aber wenn ich wieder einen bekomme, werde ich natürlich den verteilen. Und das ist jetzt das Item Erdbeben, darum war ich hier drin. Und jetzt schnell hier raus, damit wir die Folge beenden können. Und da kommt noch Kampf. Wenn wir noch irgendwas mitnehmen können, nehmen wir natürlich gerne noch irgendein cooles Pokémon mit, wenn es in Shiny kommt. Ansonsten denke ich mal, ist es dann von der Folge her optimal gelaufen. Ein bisschen am Anfang gefailt, aber nachher hat es geklappt. Ja, das ist halt der typische Vorführeffekt. Ich weiß ja, was ich tun muss. Und hier muss ich runterspringen. Zack, und da kommt wieder ein wildes Pokémon. Bitte sei ein Shiny Kaumalat. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Kaumalat, aber es ist leider kein Shiny. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Aber ich hatte recht, es war ein Kaumalat. Da haben meine hellseherischen Fähigkeiten wieder eingesetzt. Ich habe gesagt, es ist ein Kaumalat. Und es wird ein Kaumalat. Und das nehmen wir natürlich gerne mit als EP-Spender. Roselia wurde besiegt, Level 25. Und ja, gucken wir mal, wie es jetzt läuft. 71 Erfahrungspunkte und weiter geht's. Und das ist natürlich wieder blöd, wenn es jetzt hier ein Zubat kommt. Ein Zubat, ja. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber okay. Nehmen wir so mit. Flucht. Und... ah, Mann. Was wird es jetzt wieder? Es wird ein Zubat. Ein Zubat. Okay, alles klar. So soll es sein. Flucht, du bist entkommen, ja. Und wir sind wieder am Ausgang jetzt gleich. Ich stelle mich aber vor die Höhle irgendwo hin, dass ihr mich sehen könnt. Nicht unter dem Tunnel, sondern schön vor die Höhle, dass ihr mich sehen könnt, damit ich mich von euch gut verabschieden kann. Und ja. Ihr müsst dranbleiben. Es kann auch spannend werden. Wir können noch ein paar Pokémon begegnen, die dann shiny sind, aber ich glaube nicht, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Und wir müssen Stärke einsetzen. Schade. Leider nicht geklappt, aber okay. Wenigstens Trümmerer wollte ich schon sagen. Nein, Erdbeben bekommen. So. Aus der Höhle raus. Es ist wieder hell geworden. Und ich hänge irgendwo fest. Alles klar, so. Da seht ihr mich. Aber wir treffen uns im nächsten Part am See. Und damit verabschiede ich mich. Wenn es euch hoffentlich heute gefallen hat, gerne ein Like da lassen, kommentieren. Und hoffentlich hat sich derjenige, der den Code gefunden hat, als erstes über den Code sehr gefreut. Des Weiteren war es das, glaube ich, alles. Und deswegen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.